That note cuts straight to the heart of things, don't it? Tja, weißt du nicht. Also, na, hab einen Brief für dich. Oder sag mir mal was über den Keramikkochtopf. Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. So, und was weißt du jetzt über den Brief? The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zulf. Uiuiui. Und du sagst nur was zur Nachricht, aber nicht über den Topf. Zulf's messenger was one of his people. Wonder just how many of them survived and what exactly Zulf told them. It ain't too late to unlock the potential of this place. Mhm. Okay. Kid arrives just in time to sample Zia's famous cooking. Ah. Ja. Schön. Nee. So, jetzt bin ich aber in dieser gemächtigen Geheimfähigkeit. The arsenal's complete, in case we need protection. Trapper-Schlinge. Probieren wir es einfach mal aus, hätte ich gesagt. Wanna keep the wilds at bay? Pack yourself a musket and a pike. Das ist aufwendig. Jetzt habe ich schon zwei Sachen davon. Geschwindigkeit beim Ziehen. Ja, das wäre doch schon mal was. Aber ich will mal sparen. Denn ich will das Ding irgendwann aufrüsten. Gescheit und. Ah ja, das will ich mal ändern. Ah ne, 100% kritisch, Trefferchance. Und da mehr Schaden. So. Jetzt wähle ich nämlich doch nochmal den Hammer aus. Mal wieder. Ja, dann lassen wir einfach mal das. Und dann zieh ich los und schau ein paar Sachen kaputt. The shards are getting harder to find. Naja. Huh. No risk a Colford cauldron ever erupting again, they used to say. Guess they were wrong. Tja, werden wir ja gleich sehen. Wie wrong die waren. Not everything blew up in the Calamity. Why, Colford Cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago. Achso, okay, die explodieren. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. So, keine Ahnung, wie es gehört hat, aber. Ouch. Okay, das hat keinen Zweck, sehe ich schon. So, in a way, the beasts of the wilds, they're all survivors, too. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned an awful lot from Colford Cauldron. Yeah. Oh, man, oh, man. Ah, ich hab's schon gesehen, aber diesmal haut lieber vorher alles kaputt, weil man weiß ja nicht, was passiert. Okay. That learning led to some interesting inventions. Playing with the cauldron's fires became an addiction.
Ohne Warte. Oh, ist das interessant. Definitiv. Ja, ein Upgrade für den Hammer. Sure, we dusted off a good many secrets out here. Also ich finde nicht so effektiv. Also ich kann irgendwie nicht alles damit kaputt machen. The unforgiving scent of sulfurous dirt. Scheiße. Nee, also irgendwie. Weiß nicht. Hat mir der Speer besser gefallen. The taste of air so hot it sticks to your lungs. Frage mich, wie weit das eigentlich geht. All sorts of awful things crawling underfoot. You can cook those things, but you can't eat them. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Never thought we'd find so much life in all that ash. Pigger wurden von der Katastrophe unerbittlich vor der Katastrophe unerbittlich gejagt, aber ihre Bestände schienen nie abzunehmen. Es gibt immer noch eine Menge von denen. Hey, und ich habe den Erfolg gekriegt, dass ich 15 Andenken gesammelt habe. Nicht schlecht. Gut, da unten ist ein sehr schön. Eine Waffenkammer. We kept on sifting through the cauldron secrets anyway. So ein Kackteil. Sorry, aber absolutes No-Go. Und die muss ich auch mal ausrüsten, weil sonst, also austauschen. Ansonsten habe ich überhaupt nichts für den Fernkampf. Ich probiere jetzt nochmal mein Glück mit dem Hammer. Aber wenn das jetzt wieder nichts wird, dann lass ich das jetzt auch gehen. Das scheint nämlich schon mal nicht zu klappen. Places inhospitable as they come. But still we pressed on. Ich dachte, er macht kritische Treffen. 100%. Ich dachte, 100% wäre immer. Vielleicht nur, wenn ich stehe.